Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Butterfly Interviews. Heute mit dem sagenhaften Kevin Ray. Ja, Mann. Kevin, alles fit? Ja, und bei geht's dir? Gut? Ja, mir geht's wunderbar. Ja? Ja, ja, mir geht's super. Braun gebrannt hier. Ja, oh, dabei. Hör auf, alter, du alter Charmeur. Kevin Ray. Kevin Ray. Jetzt hört sich jetzt an wie ja, Kevin Hart, ist ein berühmter Comedian. Kenn ihn nicht. Kevin Hart, kennst du nicht? Nee. Wer ist denn mal der von King of Queens? Kevin James. Kevin James, kennst du auch? Ich kenn doch Kevin Hart. Kennst du auch? Kevin Hart. Ah, komm, Kevin Hart, Legende, kennt, oder? Ja, muss man definitiv sagen. Oder? Wobei, wenn wir aber schon in diese Richtung gehen, die größte Legende ist Dave Chappelle. Aber hallo. Lass uns mal dann direkt mal klipp und klar festhalten. Oder? Dave Chappelle ist krass, aber da reden wir gleich drüber. Jetzt ist es so, Kevin ist ja ein beliebter Name hier, ne? Oder, also ich meine, du hörst das bestimmt oft. Kevin, reiner Künstlername oder heißt du wirklich Kevin? Ich heiße wirklich Kevin Ray. Also gut ist halt, ich bin ein halber Amerikaner und okay, habe dann einfach meinen Nachnamen komplett weggelassen. Okay. Und ich habe Kevin Ray als Doppelname. Okay. Habe einfach diesen Bindestrich dann weggemacht für die Bühne und habe dann einfach meinen Vornamen als Künstlernamen benutzt. Ach so. Ich weiß, man traut sowas dem Kevin gar nicht zu, weil die Aktion ist gar nicht mal so dumm. Aber ey. Ach, Ray, so wie Ray Charles. So. Oder Ray Ben, ne? Oder Ray Ben. Was ist das absolut? Ist das hier Ray Ben? Ja, das ist Ray das ist die Zauberbrille hier. Die Zauberbrille. Wenn ich die anhabe, kann ich nur schlaue Sachen sagen. Okay. Kevin, also ich kenne dich natürlich. Ich bin natürlich ein Riesenfan. Aber wer bist du? Was machst du? Und was muss man unbedingt über dich wissen? Also jetzt zum siebten Mal. Ich bin Kevin Ray. Ja. Wie heißt du nochmal? Wie war der Name? Kevin Ray. Kevin Ray. Kannst du das mal kurz buchstabieren? Kevin Ray. Okay. Ja, ist wie Dave Chappelle, nur ohne Dave Chappelle. Einfach mit Kevin Ray. So. ja, ich mache Stand-Up-Comedy jetzt seit guten 4 Jahren. Wow. Und was man über mich wissen sollte, ich hab ein Rad an der... Ich hab einen Schaden. Punkt. Hast du einen Schaden? Okay. Nein, ich hab einen Schaden. Aber an der richtigen Stelle. Aber an der richtigen Stelle. Sehr gut. Ich hoffe. Ja, hammergeil, hammergeil. Du machst Comedy. Comedy ist ja immer so ein Thema. Da ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel Arzt werden will oder Rechtsanwalt, dann sagt er, okay, du musst gut in dem und dem und dem Fach sein. Ja? Du musst gut, du musst Jura studieren. Ja? Und wenn man jetzt Comedy machen will, gibt es ja nicht so einen vorgefertigten Weg, oder? Das ist richtig. Oder? Wann kam der Entschluss für dich zu sagen, okay, ich mache jetzt Comedy? Jetzt kommt wieder dieser Schaden ins Spiel, okay, den ich gerade gesprochen habe. Nein, es ist einfach so, ich weiß nicht, ich habe mich schon irgendwie immer für Comedy interessiert, so im Fernsehen. Mhm. Damals Quatsch Comedy Club, das war immer so geil, abends zu schauen, hat mich immer voll interessiert und so. Das war immer cool. Ja, und dann irgendwann, und ich war immer schon der Klassenclown und dachte, ey, ganz ehrlich, ja, Leute zum Lachen bringen, Kinderspiel. Ist dein Ding. So. Und dann haben wir mal angefangen, hab dann aber gemerkt, das ist alles andere als ein Kinderspiel. Ja? So, ne, weil dieses Klassenclown-Ding sein und Leute auf der Bühne zum Lachen zu bringen, ja, das ist eine ganz andere Schiene. Ja? Ja, pff, Digga. Das ist ja, ist wirklich so? Ja, ist ja wie Menderes so. Ne? Also, Leute können singen, du kannst aber auch Menderes sein und trotzdem irgendwie berühmt werden. Ne? Ja, ne? Alles halt unfassbar so, ne? Ja. Wenn dich dieses Video motiviert oder inspiriert hat, dann habe ich eine Frage an dich. Warum hast du noch nicht abonniert? Mach das so schnell wie möglich. Einfach unten auf Abonnieren klicken und diese Glocke anklicken, okay? Und besuch uns auch gerne auf unseren anderen Channels wie Facebook und Instagram. Aber jetzt geht's erstmal zum nächsten Video. Klack. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kowski.